Naja, aber ich glaube, Yalan hat mich jetzt gerade mit einer wichtigen Aufgabe betraut. Ja, und wir sehen uns ja dann spätestens an Bord, nicht wahr? Bis dann, Ankroschmina. Ja, wenn du an ihr vorbeigehst, streichelt sie nochmal so ein bisschen über die Schulter. Währenddessen, Yalan, du kannst erkennen, wie nach und nach, Zulamin ist gerade in die Taverne reingekommen, Kanisitiana steht schon drin. Oh, du erkennst sie. Saltatio Mortis kommt rein. Yalan, hast du den Posten des Moraloffiziers schon besetzt? Hier, ich bin auf diese Gaukler-Truppe gestoßen und sie wollen sich bewerben? Guck dich ums an. Guck zu Damien an. Hallo, Yalan. Guck die Liste ihr kennt an. Euch? Ich guck die Jungs wieder an. Wir haben Gareth und Yolgumak auch, ne? Aber unter anderem Namen. Ja, wir sahen uns. Wir sind die großartigen Saltatio Mortis. Ich habe eine Stelle. Eine? Eine. Uns gibt es aber nur im 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9er Pack. Ich habe eine Stelle. Das könnt ihr jetzt nicht machen. Yalan, seid ihr euch sicher, dass ihr überhaupt einen von denen auf dem Boot haben wollt? Ich habe eine Stelle. Wir können zwar nicht schwimmen, aber wir sind richtig gute Sänger. Ja, der Sänger habe ich schon da, 50 Trollzacke. Ich habe zwei Stellen. Und der Belhankana, der gerade zur Tür rausgegangen ist, kam mir so vor, als wäre er auch ziemlich gut für die Moral. Ja, bis Yalan Ferner ihn umbringen, aber ja. Pass auf, ihr mögt in eurem Handwerk ganz gut sein, aber wir haben weder den Platz, noch das Geld, noch den Willen, eine ganze Gaukler-Truppe an Bord mit uns zu führen. Ich kann allerdings die anderen von euch als Leichtmatrosen anheuern, wenn ihr denn was könnt. Könnt ihr was? Sie schauen dich an mit einem sehr leeren Blick. Ja, wir können was. Und dann seid morgen früh am Hafen. Ich glaube nicht, dass die was können, Yalan. Wir werden sehen. Das aufdeckende Licht des Amphaios wird auch dieses Geheimnis entlüften. Währenddessen, Abelmir ist gerade auf dem Weg zurück in die Taverne. Da kannst du sehen, wie dich ein Magier anspricht. Er zupft dir so ein bisschen am Kragen, hat einen unglaublich langen Bart und in seiner Hand eine Zeituhr. Ah, ihr müsst Abelmir sein. In der Tat, mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin der große Mr. Satinav. Zorgan Illusionist. Der große Mr. Satinav. So, so. Ihr seid... Warum seid ihr? Habt ihr mich angesprochen? Weil ich mitmachen möchte bei euch. Als Borgmagier. Als Borgmagier. Oder als Geweihter. Ihr könnt mich auch als Satinav-Geweihten einstellen. Ihr seid ein Geweihter des Satinav? Naja, eigentlich will ich Illusionist, aber er dreht so ein bisschen die Sanduhr in seiner Hand fliegend um. Aber eigentlich kann ich alles. Zeit manipulieren. Seht ihr? Er dreht die Uhr wieder um. Nun, das hat nicht für Zeit. Lassen wir das. Ich bin der große Mr. Satinav. Wenn ihr fähig seid, kommt morgen zum halben Humpen. Morgen? Dort werden wir eine Prüfung durchführen. Um zu sehen, ob ihr nun ja geeignet seid. Worin besteht diese Prüfung? Zeit anhalten? Das kann ich auch jetzt schon machen. Das werdet ihr sehen. Bereitet euch vor. Er klatscht einmal in die Hände. Wir haben den 22. Praios. Es ist ein Tag vergangen. Natürlich. So gut bin ich. Zwinkert ihr dir zu. Ich verstehe. Denkt dran, morgen. Ihr meint immer heute? Er klatscht wieder in die Hand. Das war gestern. Wir haben heute den 23. Preis. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nach welcher Zeitrechnung auch immer. Seid dort. Ihr könnt doch schwimmen, oder? Ich bin der große Mr. Satinav. Also ja. Nun, das wird euch helfen. Bereitet euch vor. Wir haben auch andere Magier. Wie der Strom der Zeit. In der Tat. Wieder, denkt dran, bereitet euch vor und wir sehen uns morgen. Viel Glück dabei. Ich klopfe ihm die Schulter und geht einfach. Ich schüttel auch mal innerlich den Kopf. Was war das denn? So, jetzt ist hier aber mal Schnauze voll. Was ist das hier für ein Kasperei? Vor euch in der Taverne, als der Tatsu Motors gerade wieder rausgegangen ist, könnt ihr sehen, wie ein Mann mit Vollbart steht, hochroter Kopf, ein paar Runentätowierungen
wahrscheinlich ein Ingrim geweihter Torwaler, würde ich dir sagen, aufgrund der Runen und eine dicke Knollnase im Gesicht. Jetzt ist hier mal Ruhe! Raus mit diesen Kaspereien! Die Leute schauen so ein bisschen beeindruckt in seine Richtung und weichen so ein bisschen zurück von ihm. Ich setze mich aber nur halb dankbar erstmal wieder hin, denn die Kasperle bin ich wirklich relativ froh, erstmal losgeworden zu sein. So, was ist das jetzt hier für ein Verein? Bin ich dabei oder nicht? Ingrim geh weiter. Ich bin Lahalkash. Tragt euch hier an. Gott. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Seid morgen früh am Hafen, ja? Da werden die Tests gemacht, warum nicht heute? Ich kann mindestens 70% der Leute hier ausnehmen. Hier und jetzt. Nun, wir möchten aber 100. Also, morgen. 100? Was habt ihr für ein Schiff, hä? Die Bohne. Und ihr wollt 100 Matrosen? Geschützbediener? Wollt ihr mich verarschen? Die Kopfschmerzen, die sich gerade von Nylan zu lösen scheinen, als der Tazio Mortis rausgegangen ist, scheinen jetzt doppelt so stark wieder da zu sein. Beruhigt euch einfach und kommt da morgen hin. Dann gucken wir, ob ihr was könnt. Wenn ihr nichts könnt, dann geht ihr halt woanders hin. Wenn ihr was könnt, dann gucken wir, ob wir euch brauchen können oder nicht. So. Jetzt braucht ihr ja nicht so blöd rumschreien. Außerdem. Fertig. Auf Wiedersehen. Ja, hochroter Kopf, er geht raus und während sich die Kopfschmerzen von Yalan verstärken, kannst du sehen, wie dir ein Ilmenblattstängel von der Seite gereicht wird. Ein Mann in blauer Robe steht dort, gut rasierter Bart, Thulamide. Boron zum Gruß. Boron zum Gruß, guter Mann. Ich bin Ithilios und ich würde ganz gerne ebenso bei euch mitmachen. Guck erstmal über die Schulter, ob Leonida zufällig in irgendeiner Ecke hängt. Nein. Dann gucke ich zum Fenster raus und dann nehme ich vorsichtig einen Zug an dem Ding. Ihr seid dem Herrn Boron zugewandt? Ithilios. Ich bin Italianer. Kennt mich? Ja. Ihr kennt Ravin da drüben? Ja. Ihr wollt trotzdem mitfahren? Nun, ich habe einen Blick auf Satatio Mortis geworfen und ich glaube, der Posten des Moraloffiziers ist immer noch vakant hier. Oh, ihr Götter, ihr habt die Stelle, unterschreibt hier. Er schaut dich ein bisschen skeptisch an, nickt und unterschreibt. Also, ich weiß auf jeden Fall, wie ihr das letzte Mal euer Personal rekrutiert habt, Yalan. Ihr habt davon keine Ahnung. Ich bitte mich doch wohl sehr. Letztes Mal hat er Vanarius rekrutiert und der hat sich hinterher als willentlich antagonistisch erwiesen. Naja, ich bin nicht überrascht. Keine Sorge, wir werden morgen jeden nach seinem geplanten Einsatzzweck testen. Macht keinen Sinn, die Köche rudern zu lassen. Ja, ist richtig, aber also weder die Dukatengarde noch die Magierin brauchst du testen. Ach, da scheiße ich doch drauf. Dass die wir zeigen können, weiß ich doch auch. Es sind ja nur Leichtmatrosen. Wir haben bis jetzt, ich schau mal auf die Liste, wie viele Leichtmatrosen haben wir? Potenzielle, anyway. Die meisten werden gemeinsam mit den Unteroffizieren angestellt. Das heißt, du stellst einen Unteroffizier an und der bringt 10 Matrosen mit. Ja, Punkt ist, wir haben so viele. Ich erwarte, dass davon am Ende die Hälfte, vielleicht 3/4 was taugen werden. Nee, aber wir sollten jetzt, also, wenn wir die Trollzöcke haben, die Alanfahner, wir können auch nicht unendlich viele Soldaten mitnehmen, ne? Ich denke nicht, dass wir viel mehr brauchen. Wir haben dann, 100? Plus Geschützbediener. Ja, wenn wir doch Geschützbediener, lass das Geschützbediener ein Halbbanner sein, dann haben wir schon 100. 300 Mann da drauf. Wie viele Watson hat Albrecht sonst zugesagt? 6 oder 4, ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, ja, gut. 10, wenn ich mich nicht irre. Du musst bedenken, dass wir den dicken Pott wenig Frachtraum brauchen, von daher, wir kommen schon zurecht. Ja, aber unendlich viele Soldaten brauchst du halt auch nicht, ne? Ich denke, mit den 100, die wir jetzt auf der Reihe haben, sind wir erstmal zufrieden. Ja, denke ich auch. Aber Leichtmatrosen. Noch und nöcher Leichtmatrosen. Und Vollmatrosen. Und okay, jetzt versagt man später hier, wie heißen die Typen, die in der Takelage arbeiten? Also oben auf dem Mast. Boah. Im Englischen nennt man sie Topman, aber. Ja, Vollmatrosen. Okay, wie auch immer.
Halbmatrosen sind die, die in der Ausbildung sind. Halbmatrosen sind die in der Ausbildung. Vollmatrosen sind die Ausgelernten. Okay. Ich weiß, es gibt halt irgendwie welche, die eher unten, also Dings, für Dings zuständig sind und welche, die prinzipiell immer oben auf dem Mast rumhappen. Nee, die können raus. Gut. Schauen wir auf die Liste. Was ist denn noch offen an wichtigen Positionen? Habt ihr eigentlich euren Mann aus Kunichum geholt? Noch nicht. Nee, du meinst aus Mendena. Nein, ich meine den Mann, der in Kunichum sitzt. Der sagt, er wäre euer bester Freund. Du meinst Porkworm? Was weiß ich, wie der heißt. Der ist noch in Kunichum, den werden wir dann auch sammeln. Ja, aber der ist doch Handwerker und Medikus. Danke, ja, dann haut sich vor den Kopf. Danke, wir haben noch keinen Bordmedikus. Aber nehmen wir den wohl her. Ich habe ihn bisher nur vom Beine absägen reden hören. Porkworm ist ganz brauchbar, nur haben wir nicht sehr fundiert. Verzeiht, wenn ihr von einem Bord Medikus sprecht. Ja, hier, Giduga, geh mal an die Seite, lass den Mann durch. Du kannst erkennen, wie sich eine alte Dame nach vorne schiebt mit einer hellsinnigen Robe. Sie hat schon weiße Haare, sicherlich vielleicht 70 Jahre alt, weiß es nicht genau, ganz genau. Nickt sie und knickst vor dir, vor euch. Euch schicken die Götter. Nun, ich bin allumfänglich ausgebildet, aber ich glaube, dass eine Position in Form eines Medikusses, einer Medica, durchaus relevant ist. Ebenso kann ich mich um die Logbücher kümmern, ganz wie ihr mögt. Doch die Spaltung meiner Fähigkeiten in verschiedene Positionen könnte zu Minderung von Einsatzfähigkeiten führen. Ich bin Netja von Pericom, ich bin die Brotpräzeptorin hier. Hoch erfreut. Dann sage ich's mal, wie Jalan es immer sagt. Unterschreibt auf der Liste. Ein winzig kleinen Moment, bitte. Und ihr seid euch sicher, den Gefahren der See trotzen zu wollen? Ich habe bereits unter Rateral Sarnin gedient und pflege immer noch gute Brieffreundschaft mit ihm. Ich bin grob 20 Jahre zur See gefahren. Unterschreibt ihr? Ich habe seine Kartografie in Ordnung gehalten, denn wie ihr vielleicht wisst, ich habe von Sarnin gehört, dass ihr bei ihm gefahren seid. Seine Handschrift ist nicht unbedingt solide. Erland guckt auf die Namen, die er für die Leute eintragen musste, die genauso hingesaut aussehen. Ja. Nun, ich bereits sagte, euch schicken die Götter.